Hallo Leute, was braucht es für einen echt guten Thriller? Nun, es braucht eine Waffe, das ist klar, die lade ich hier mal durch. Und es braucht Munition. In diesem Falle Wattestäbchen. Und jetzt fülle ich meine Waffe mit Munition. Achtung, alle mal in Deckung gehen. Und mache ich mal so, sie fliegt. Nicht schlecht, oder? Wattestäbchen, die fliegen. Das dachte sich auch der Mensch aus unserem nächsten Fall. Der hatte nämlich eine Pistole gefunden und russisch Roulette mit Wattestäbchen gespielt. Und er wurde verurteilt vom Amtsgericht in München. Was da genau abgelaufen ist bei diesem kuriosen Fall und was das Amtsgericht München dazu gesagt hat, präsentiere ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und der nachfolgende Fall ist so kurios, dass er uns nur von einem präsentiert werden kann, nämlich dem Justiljong, dem Portal für kuriose Rechtsnachrichten. Und die haben das tatsächlich für uns rausgekramt. Also, was war passiert? Es gab einen 34-Jährigen in München, der läuft durch die Stadt und findet im Müll, naja, was immer so passiert, einen Revolver. So, Kaliber 4 mm. Daraufhin hat er gemeinsam mit einem Freund die scharfen Patronen entfernt aus dem Revolver. Ich habe jetzt keinen Revolver, sondern nur hier so eine Waffe. Und er hat statt der scharfen Patronen in seinen Revolver Wattestäbchen reingepackt. Also, das mache ich jetzt hier auch mal so. Und dann haben die beiden, das ist riskant, was ich jetzt tue, bitte nicht nachmachen, liebe Kinder, russisch Roulette gespielt und immer so gedreht und sich die Wattestäbchen an den Kopf gehalten und abgedrückt. Und das hat aber nicht, oder da ist nichts passiert. Also das Wattestäbchen selbst hat nie ausgelöst. Und dann macht er das nochmal bei sich. Hier Wattestäbchen an den Kopf und ich mache es jetzt mal hier neben, drückt ab und dreht offenbar in die falsche Richtung. Es passiert Folgendes. Gesehen, das muss man wahrscheinlich in Slow Motion zeigen. Mal schauen, ich mache es hier nochmal, dass ihr das auch wirklich hier in Großaufnahme seht. Oh ne, muss durchladen. Achso. Boing. Ui. Und tatsächlich ist also das Wattestäbchen rausgedonnert aus dem Revolver. Das war so ein abgeschnittenes Wattestäbchen. Und was passierte, das fand ich ja tatsächlich schon shocking, die Schädeldecke des Mannes wurde ein Stück weit gespalten, das Wattestäbchen drang 2 mm tief in sein Gehirn ein, wo ihm dann eine Titanschiene implantiert werden musste. Nach 8 Tagen wurde er entweder entlassen, hatte jetzt immer Schwindelattacken und ist schwer behindert. Naja, und jetzt war natürlich die Frage, wer kommt für all diese Schäden auf und kann er möglicherweise verurteilt werden wegen illegalen Waffenbesitzes? Und das Amtsgericht in München hat gesagt, ja, wegen vorsätzlichem unerlaubten Führen einer Schusswaffe wirst du hier zu 120 Tagen, Tagessätzen zu je 15 Euro Geldstrafe verurteilt. Er hatte noch versucht, sich zu verteidigen, er sei ja drogensüchtig, hätte schon im Alter von 13 Marihuana geraucht, hätte nachher härtere Drogen genommen, wurde dann substituiert, aber all das ließ das Amtsgericht München nicht gelten und hat gesagt, nee, du hast hier eine Waffe und hast dir selber diesen Schaden entsprechend zugefügt durch die Wattestäbchen, die du dir in den Kopf geschossen hast. Und insofern wirst du wegen illegalen Waffenbesitzes hier und verurteilt und vor allen Dingen, das ist noch das Spannende daran, er wurde auch verurteilt wegen vorsätzlichem Führen und Gebrauchen von Schusswaffen. Man hätte ja annehmen können, dass man sagt, naja, was heißt es schon, wenn ich hier ein Wattestäbchen reintue, kann man da wirklich von dem Gebrauch einer Schusswaffe ausgehen? Aber wie mein kurzes Beispiel gezeigt hat, auch mit Wattestäbchen kann man hervorragend schießen. Aber, liebe Kinder, bitte, bitte nicht nachmachen. Ich habe gerade das Ding nur mal gegen meine Hand geknallt, das Wattestäbchen, und das tut richtig weh. Was ihr stattdessen machen könnt, ist den Abo-Knopf zu drücken, hier ein Abo dazulassen, denn morgen sind wir schon wieder mit den Nutzerfragen für euch vor Ort und ihr seht jetzt schon, welche Nutzerfragen wir morgen beantworten werden. Die Antworten seht ihr noch nicht, aber die Fragen, und zwar hier unter diesem Video in der Infobox. Es würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Ich bin Christian Solmecke, verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Samstag. Tschüss und bis dahin.